Die Schlangen mittags in Hirscheid, sie hielten sich in Grenzen. Das hat auch einen guten Grund, denn die Gratisaktion wurde kurzfristig abgeblasen. Die Kunden nehmen es gelassen. Also war nichts, hat nichts gegeben? Nee, die haben gesagt, wegen irgendwelche Auflagen angeblich, aber wer es glaubt, wird selig, gell? Ja. Hätte sich das gelohnt, 20 Liter? Na, 20 Euro. Das ist freilich gelohnt, logisch. Das ist schon blöd, weil die Leute kommen ja trotzdem alle Gefahr. Ne? Wenn man es jetzt so verfolgt, war ja dann hier auch teilweise Verkehrschaos woanders. Dann könnte man das vielleicht ein bisschen im Voraus absagen, weil die wissen ja, das mit den Auflagen nicht erst seit gestern oder so. Ne? Das ist jetzt scheiße, das ist richtig. Jetzt schauen wir mal. Also, mein Gott, ich habe jetzt trotzdem vollgetankt. Die Polizei war zur Sicherheit auch dabei. Angekündigt waren 20 Liter Freibenzin. Dann wurde es kurzfristig wieder abgeblasen. Vielleicht auch wegen solcher Bilder. Das war am Montag ein paar Kilometer weiter in Memmelsdorf. Verkehrschaos rund um die Tankstelle. Die Polizei musste eingreifen. Wir waren vor Ort mit mehreren Streifen und haben dann zeitweise zwei Seitenstraßen sperren müssen, um den Verkehr regeln zu können. Und zeitweise fand auch eine Blockabfertigung statt, sodass die Zufahrt und Abfahrt an die Tankstelle gewährleistet werden konnte. In Memmelsdorf ging es noch einigermaßen gemäßigt zu. In Nürnberg musste die Polizei am Mittwoch die Veranstaltung sogar vorzeitig abbrechen und auflösen. Der Tankstellenbetreiber dazu: Am überwiegenden Teil der Standorte hat unsere Gratisaktion sehr gut funktioniert, ohne nennenswerte Verkehrsprobleme auszulösen. Die Aktion in Hirscheid wurde trotzdem abgeblasen. Und es lag nicht an Auflagen der Gemeinde. Dort wurde die Veranstaltung gar nicht angemeldet. Wir haben mit der Verkehrsbehörde gesprochen, mit der Polizei. Die haben uns dringend davon abgeraten. Also wir hätten es nicht genehmigt, weil wir hätten da riesen Staus bekommen. Und das wäre nicht richtig gewesen dann. Stundenlanges Warten für 20 Liter Freibenzin. Da kommen bei Menschen die Urinstinkte durch, erklärt Psychologieprofessor Klaus-Christian Carbon. Wir neigen dazu, tatsächlich Schnäppchen zu jagen. Ja, das ist, vielleicht ist das so unser Jagdinstinkt, dass wir ab und zu mal was wirklich noch erlegen wollen. Aber es wäre wesentlich klüger, einfach daheim zu bleiben, tatsächlich die Nerven zu schonen und tatsächlich beim nächsten Mal einfach besonnener einzukaufen. Doch die Jagd nach dem Schnäppchen, sie gibt einem wohl diesen kurzfristigen Kick. Obwohl der Erfolg kaum im Verhältnis zum Aufwand steht, darauf setzen wohl die Veranstalter. Besonders frustrierend für die Sammler und Jäger in Hirscheid, die kostenlose Beute blieb diesmal aus.